Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und möchte euch heute mal zwei Arten vorstellen, wie man so mit Schnipseln, größeren Schnipseln wohlgemerkt, noch was Sinnvolles machen kann. Und zwar passiert das ja manchmal, dass man irgendwie was über hat. Zeige ich euch gleich. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal auf meinem Kanal ein bisschen stöbert, mal schaut, was ich da noch so alles habe. Mir vielleicht Likes, Kommentare da lasst und über Abos freue ich mich riesig. Und ich kann schon mal spoilern, wenn ich mal die 500 voll habe, dann gibt es eine kleine Roomtour. Ja, also meine kleine Bastelhöhle hier habe ich bis jetzt nur meinem Bastelteam gezeigt. Und ja, in dem Fall bei 500 Abonnenten würde ich mich dazu hinreißen lassen, das auch mal mehr Leuten zu zeigen. Gott, ich müsste vorher aufräumen. Egal, das würde ich für euch tun. So, nun geht's hier ab. Ich habe was übrig. Varaya hat was über. Genau. Und zwar habe ich mir hier schon so Stäbchen hingelegt. Ich habe vom Adventskalender basteln, habe ich hier so ein bisschen Papier über. Also ihr seht schon, das wird ein bisschen Maßmaking, weil ich einiges in Papier über habe. Also ich habe so Sachen über, die haben jetzt, ich sag euch jetzt mal keine Größe, weil sie sind eigentlich egal, wie groß sie sind. Ihr müsst sie aufeinander abstimmen. So, und ich habe mir erstmal vier Schnipsel genommen. Die sind so rechteckig. Ihr seht sie glücklicherweise ganz gut vor dem grünen Hintergrund. Deswegen habe ich bei dem Papier jetzt mal den grünen genommen. So, davon habe ich welche. Ich habe mir vier erstmal zusammengenommen. Ich habe auch hier so noch kleinere Schnipsel. Ne? Auch zwei Stäbelchen. Da will ich zwei verschiedene Sachen mitmachen. Und zwar ist das ja oft so, dann sitzt du da, willst eine Happy Mail gestalten, willst irgendwie Sticker irgendwo reinpacken und was ist? Ja, irgendwie hast du zwar einen schönen Umschlag, aber die Sticker da einfach in den Umschlag schmeißen, ist irgendwie auch schade. Also wäre so ein kleines Mäppchen oder so ein kleiner Folder vielleicht gar nicht schlecht. Oder ein Büchlein oder sowas. Und das werde ich jetzt aus diesen Schnipseln hier machen. Und das ist einfach und man verbraucht halt einfach das, was man übrig hat und macht was Schönes draus. So, jetzt, ihr seht schon oben, haben die Dinger noch Falzen. Die werde ich mir jetzt einmal wegschneiden. Ganz nonchalant mit dem Schneidebrett. Also, ne, immer so ein bisschen die Arbeitsgrundlage säubern ist nicht schlecht. Säubern heißt dann für mich einfach, also ich schneide jetzt einfach wirklich nur die kleine Kante weg, damit wir dann einen geraden Abschluss haben. Also wir werden nachher eh noch ein bisschen rumfuschen. Weil das Projekt, das eignet sich wunderbar zum Rumfuschen. Also man muss nicht ganz ordentlich arbeiten. Aber so Falzkanten, selbst wenn es nur bei einer Verpackung sind, finde ich die jetzt nicht so schön. So, das war auch eine, das war eine Falzkante. So, das heißt erstmal gucken, dass man sauberes Arbeitsmaterial hat. Wenn da jetzt so eine kleine Ecke dran ist, wie hier jetzt, die knipse ich mir eh ab. Das ist mir jetzt egal. Aber Falzkanten brauche ich gerade bei dem Projekt nicht. So. Ja, und solche Sachen könnt ihr auch mal eben nebenbei machen. Ne? Dann hat man mal so 10 Minuten, Viertelstunde Zeit und möchte irgendwie was machen. So. Ihr seht schon, die sind hier so ein bisschen unterschiedlich an der Stelle. Das ist nicht ganz so schlimm. Das werden wir nachher bereinigen. Man kann das natürlich auch gleich schon perfekt auf die Größe schneiden. Macht, was ihr wollt. Ja, bei dem oberen würde es sich vielleicht sogar anbieten, noch was runterzuziehen. Obwohl, wir haben verschiedene. Verschiedene. So, vielleicht passt ihr besser zusammen. Also wichtig ist, dass mal zwei Seiten aufeinander kommen. So. Und so gedanklich, ne? Jetzt nehme ich mir mal eine Außenseite. Die lege ich mal beiseite. Und mache mir einen Strich. Weil ich möchte im Endeffekt, möchte ich einen... Ja, so ein Einstecktäschchen machen, um zum Beispiel Sticker unten einzustecken. So, ich gehe hier mal auf 2,5 bei der Papiergröße. Ihr müsst es natürlich eurer Papiergröße anpassen. So, jetzt habe ich das so vermittelt, dass ich hier eine 0, die 0 genau in der Mitte habe. Und gehe mal von 4 bis 4 mit meinem Strich. Das mache ich hier bei der Innenseite auch. Also bei der Innenseite. Also wenn ihr unterschiedlich farbige Papiere habt, müsst ihr natürlich auf Innen und Außen achten. Habt ihr das nicht, ist das wurscht, piep egal.
So, auf 2,5 angelegt. Von 4 bis 4 der Strich. Kann ich gut sehen. Feierabend. So. Nun gibt es natürlich diese wundervollen Stanzen, mit denen man sich diese Ephemera Holder oder ähnliches direkt zusammen stanzen kann und direkt auch diese Einschübe hier hat. Ich habe so einen Luxus nicht. Also mache ich mir das selber. Vielleicht gönnt man sich irgendwann mal den Luxus, aber dann ist doch irgendwie das Format wieder falsch für die Papiere, die man über hat oder ähnliches. So, ich ziehe einmal meine Linie oberhalb der Linie, ihr seht es gerade, ne? Und einmal unterhalb der Linie. Nicht mich selber massakrieren. Ich muss ab und zu mal gucken, dass meine Aufnahme auch läuft. Also läuft und mein Fokus hier nicht rumspinnt. Ab und zu möchte der mal nicht mitspielen. So, ihr seht vielleicht am nicht weil an Tageslicht und hört an meiner Stimme, dass es noch früher Morgen ist. Es ist der Morgen nach der Zeitumstellung. Hochoffiziell ist es 7:15. Aber in real life ist es natürlich schon Viertel nach, oder wäre es 7:45. So muss man das jetzt sagen. Gestern wäre es 7:45 gewesen. Am Wochenende finde ich, ist das noch recht früh. So, das gleiche Spiel mache ich mit dem zweiten Strich auch. Zack, ziehe mir hier eine Linie. Wenn ich Rechtshänder bin, drehe ich mir das Werkstück jetzt um. Ja, ich will ja immer die Linie sehen, an der ich lang schneide. So. Schneide ich ja einmal quer, dass ich meinen Schnipsel auch rauskriege hier. Na, jetzt habe ich quer geschnitten und der Schnipsel muss nicht raus. Bilderschnipsel, komm raus da. So, geht doch. So, ihr seht schon, worauf es hinauslaufen wird. Innenseiten, ne? So, ich habe festgestellt, dass mir das am besten liegt, wenn ich mir die Knipserecken vorab mache, dann die Sachen übereinander klebe und dann vielleicht nochmal nachschneide. So. Jetzt habe ich die Seite. Das heißt, ihr habt eine rechte und eine linke Seite, ne? Habe ich vergessen, vielleicht zu erwähnen, dass es hier eine rechte Seite gibt. Eine linke Seite und wir die danach zusammenfügen werden. So. Und die beiden sind so. Das heißt, ich muss natürlich auch meine Außenseiten aufknipsen. Ich habe hier 120 Gramm Papier benutzt beim Erstellen meiner Schnipsel. Nein. Also für mein Bastelprojekt hatte ich 120 Gramm Papier benutzt. Und das heißt, ich habe jetzt hier für mein Schnipselverwertungsdingens auch natürlich 120 Gramm zur Verfügung. So, damit man das Ganze ein bisschen schicker sieht, ne, und das auch überhaupt hübscher ist, gehe ich jetzt einmal schon mit Distress rum. Ich habe hier Vintage Photo am Start. Und distresse mir jetzt einmal hier meine Innenseite. Und auch mein Einschub. Soll man es dann doch? Ich glaube, Einschub trifft es ganz gut. Wenigstens so ein bisschen. Na, damit man das hinterher auch sieht hier. Bei sowas empfiehlt es sich tatsächlich, einen kleineren Dopper zu haben. Jetzt sieht es bei mir ein bisschen schmutzig aus. Ist aber Vintage, also von daher darf es ruhig ein bisschen schmutzig aussehen. Ist genehmigt. Also ich werde nachher auch nochmal weiter rumdistressen. Bei der Außenseite mache ich das gleich zum Schluss. Aber an die Innenseite komme ich nicht mehr dran. Also jedenfalls nicht an den Einschub. Deswegen mache ich das jetzt. Ein bisschen ordentlicher aus und zack.
Erstmal das Just zur Seite. Kleber auf. Pinsel raus. So, wichtig an der Stelle ist jetzt einfach beim Kleben, dass ihr euch den Einschub nicht zuklebt. Ne? Das heißt, also es macht schon irgendwie Sinn, auf dieser Seite, hier auf der Rückseite des Werkstücks zu kleben, damit ihr dran denkt, hier unten, vielleicht auch an den Seiten eine feine Linie zu kleben, also nur die Kanten, und nicht den kompletten Folder hier aufzukleben. Das wäre ungünstig, weil dann habt ihr nämlich euer Ziel verfehlt. Also hier unten, feine Linie. Da ist ein bisschen viel Kleber drauf geraten, das können wir mal direkt verteilen. So. Und dann oberhalb, da ist jetzt wiederum wichtig auch, hier oberhalb des Einschubs auch direkt zuzukleben, weil sonst habt ihr was, wo ihr euch immer was an die Kante wuselt. Also wenn die Oberseite hier aufspringt, ich zeige euch das gleich, wenn es fertig geklebt ist, wenn die Oberseite aufspringt, dann ist das immer so was, wo man irgendwie mit irgendeinem Papier reinhakt oder doch irgendwie sich einen Aufkleber aufmacht oder so. Und das ist dann irgendwie doof. Das macht keinen Spaß. So, auch wenn das jetzt hier bei so einem kleinen, leichten Werkstück nicht so unbedingt notwendig ist, vollflächig zu kleben, finde ich, das macht aufeinander immer total Sinn, wenn man zwei Papiere aufeinander setzt, dass man sich hier... Was habe ich da gemacht? Kleber? Dass man sich hier die volle Fläche klebt. Mal ehrlich, was hat man mehr im Raum als Kleber? Vielleicht nur noch Sticker. Ne? Alle Junk-Journaler haben immer ganz viel Kleber am Start. Und da hat jeder seine eigene Philosophie. Ganz wichtig. Da gibt es nicht das eine, sondern den Spaß an der Perfektion des Klebers. Wie ich das jetzt immer mache, ich versuche wirklich hier diese, sag schon, meine Ecken, meine abgerundeten Ecken aufeinander zu bekommen. Und mindestens mal die untere Kante, dass die möglichst gut aufeinander liegen. Sollte das nicht tun, also ich sehe jetzt hier schon, dass Kleberrand übersteht, das ist aber nicht schlimm. Ich lasse das jetzt mal kurz kleben und danach fixen wir das. Ja, allerdings muss man einmal umdrehen und gucken, dass hier wirklich der Folder frei ist. Also die Einschubteil ist frei. Und deswegen lasse ich das jetzt einmal in Ruhe und mache die zweite Seite. So, und wie gesagt, Maße sind hier völlig egal. Ihr braucht einfach zwei Teile, die aufeinander passen. Ja, oder vielleicht auch erstmal halbwegs aufeinander passen und danach schneidet ihr sie so ein bisschen zurecht, was ich gleich auch tun muss, weil meine Teile da unterschiedlich sind. Oder ein bisschen unterschiedlich. Also man kann es natürlich im Vorfeld alles total perfekt planen und alles perfekt ausführen. Eine Perfektion hat in meinem Junk Journal Basteldasein mal überhaupt nichts verloren. Wenn ich irgendwelche Karten oder Dosen mache, ne, dann muss, ob ich will oder nicht. Weil sonst funktioniert das nicht. Aber sowas hier, Schnipselverbrauch. Schnipselverbrauch hat nichts mit Perfektion zu tun, das ist einfach, ich sag mal, Spaß an der Masse. Ne? Also ich habe jetzt wirklich viele Schnipsel hier übrig. Kleberfussel, der darf mal weggehen. Ich habe viele Schnipsel übrig, habe mir ja schon ein paar zusammengelegt. Ich werde natürlich jetzt nicht alle Schnipsel hier in Taschen verbrauchen, sonst ist sie heute Abend noch da. Nur so ein paar braucht man doch immer wieder. Ne? Dann hat man eine Happy Mail, möchte irgendwie was verschenken. Oder was weiß ich, möchte einen kleinen Gruß in eine Karte machen, Adventskalender, irgendwas, Geldkarte. Man kann natürlich auch hier, wenn man eine Geburtstagskarte machen, mal Geld reinstecken möchte. Und ja, dafür hat man dann halt diesen kleinen süßen Einschub, nicht? Ja, seht ihr überhaupt noch alles? Ja. Auch jetzt wieder versuche ich die Unterkante und die Ecken hier aufeinander zu bringen. Hier sieht das ein bisschen sauberer aus als bei dem anderen Stück. So. Na, ein bisschen. Dann war es ein bisschen sauberer, ne?
Mal gut glatt gestrichen, dass hier keine Blasen irgendwie drunter sind oder Kleberhuppi. Huppel. So, hier, es geht wieder auf. Sehr schön. Jetzt nehmen wir uns mal die Schere und sorgen hier mal für Ruhe. So, wir sorgen hier einfach mal ein bisschen für Gleichheit. In dem Zuge können wir auch gleich das Stück von außen auch distressen. So, ihr seht es wahrscheinlich nicht ganz genau, wie viel ich da abschneide. Aber es ist einfach das Thema Augenmaß. Man klebt die Dinger aufeinander, es steht irgendwo was über, man schneidet das ab, was übersteht. Ganz einfacher Arbeitsauftrag. So, abgeschnitten, was übrig ist. Da steht. Schnipsel kann gehen. Hallo, Schnipsel, bitte. Danke. Schnappe ich mir wieder meinen Distress. Guck mal, wo ich hier noch vielleicht nicht ganz so schön distressed habe oder doch noch was mit abgeschnitten habe hier. So. Einmal rundherum. Also seht ihr, jetzt könnte ich nämlich so gar nicht mehr in distressen. Das wäre jetzt echt ungünstig. Na, hier sehe ich gerade, habe ich ein bisschen unsauber gearbeitet beim Aufkleben. Der Ordnung halber. Gehe ich da jetzt auch noch mal rum. So. So, Seite 1. Gucken wir uns Seite 2 an. Das sieht ein bisschen passender aus als das davor. Schnipp, 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 schnapp. Rückseite sieht annähernd gut aus, bis auf eine kleine Ecke. Na, komm schon. Rumdistressed. Meine Stimme ist noch im Morgenmodus. So, selbst wenn ihr euch davon ein paar Rohlinge baut und sie zum undistressed irgendwo liegen lasst, wobei, wie gesagt, ihr kommt höchstens mit dem Q-Tip hier noch an die Mitte ran. So, jetzt haben wir zwei Seiten, ne? Jungs und Mädels. Zwei Seiten noch. Da ist jetzt nicht ganz so wild, wie hoch die sind, ob die perfekt zueinander passen. Also ungefähr passen sollten sie schon, ja, wenn man sie jetzt zusammenlegt. Sieht ganz gut aus. So, wie kriegt man die jetzt sinnvoll zusammen und sinnvoll und zeitsparend? Ich hätte hier mal eine Idee. Ich habe hier von der lieben Dani so ein bisschen Spitze bekommen. Schneide ich mir jetzt einfach mal so ein Stück Spitze ab. Mach's mal leicht. Schwupps. So leicht deswegen. Ich messe mir jetzt mal die Mitte ab. Ich habe extra ein bisschen mehr übergelassen. Ich eine Idee habe. Und ich weiß noch nicht, ob es gut aussieht, wenn wir sehen. So. Oben ein bisschen was übersteht. So möchte ich mir das jetzt hier drauf packen. Und dafür mache ich jetzt auf der Innenseite und später auf der Außenseite einen Streifen Kleber drauf. Gottes Willen, Stimme. Möglichst ohne meine Unterlage viel anzukleben. So also hässliche Flecken. Mein Gott, Walter. So, jetzt dürfen sie mit ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Abstand liegen. Damit man einfach auch diesen Knick vernünftig hinbekommt. Ich falte mir das jetzt hier doppelt, das Band, ne? Habt ihr gesehen? Da kommt es nicht auf den Millimeter an. Also hier ist wirklich Anti-Messzone.
halte ich mir die Dinger fest. Also, was man natürlich machen kann, dass die nicht irgendwie hin und her schwabbeln. Ich mache jetzt gerade ein bisschen Baumarktwerbung. Da habe ich mich den Lineal bekommen oder gekauft, besser gesagt. Was ein Metalllineal ist, was sehr praktisch ist, wenn man mit dem Skalpell arbeitet. So, ihr seht, ich habe mir das jetzt an eine gerade Kante gelegt. Und ich möchte jetzt hier die Mitte auf die Mitte zwischen den Welten. Zack. Genau das war mein Plan. Der Plan ist aufgegangen. Naja, fast. Mitte auf die Mitte, bitte sehr. Vielen Dank. Ja, ein bisschen Korrekturarbeiten sind, glaube ich, notwendig. Einmal umgedreht das Herzchen. Okay, sie sind ein bisschen unterschiedlich groß. Klappen sie dann gleich? Ja, kann man. Man kann es so gewähren lassen. Wie gesagt, es ist eine Verpackung, es ist kein Traumwerkstück. Sehen wir es als Verpackung. Na, weil eigentlich kommt es auf den Inhalt an. Zum Beispiel auf die Sticker oder kleine Ephemera-Sachen. Und natürlich könnt ihr sowas auch in riesig machen, ne? Ganz klar. Mir war heute mal wichtig, dass ich euch zeige, was man mit kleinen Schnäpseln machen kann. Oder was ich damit mache. Mann ist ja immer so eine Sache. Wer ist eigentlich dieser Mann? Genau. Deswegen, sowas mache ich denn halt mit Schnipseln. Was ihr damit macht, I don't know, vielleicht könnt ihr mir das ja mal schreiben, ob ihr andere coole Schnipselideen habt. Schnipselideen gibt es ja immer einige. Oh, schnell weg damit hier. Natürlich durch die Spitze durchgeklebt, ganz klar. So, und fertig ist der Ephemera-Folder oder Sticker-Folder oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Muss jetzt natürlich noch ein bisschen trocknen, bevor wir ihn irgendwie dekorieren oder was anderes damit machen können. Ich schau mal eben auf die Zeit. Wie lange läufst du schon? Kann ich nicht erkennen. Ich lasse einfach mal laufen. So, wir hätten also Teil 1. Teil 1 darf trocknen. Teil 2 hat überhaupt nichts mit Teil 1 zu tun. Das war nur einfach eine andere Form von Schnipseln, die ich übrig habe. So, ein Stückchen Tee für die Stimme. Jetzt habe ich schon so viel gequasselt, dass mein Tee kalt ist. Jetzt mache ich meinen Kleber erstmal zu. Für den Moment. Jetzt zeige ich euch mal meine anderen Schnipsel. So, Switch. Das kann Skalpell und Ding kann auch gehen. Ich habe Querformatschnipsel und ich habe Hochformatschnipsel. Also, eigentlich waren sie mal gleich. Ich habe sie mir nur so ein bisschen zurechtgeschnitten. So, jetzt habe ich hier auch den Spaß, dass ich so eine Kante habe. In diesem Fall stört mich das gar nicht. Werdet ihr gleich sehen, warum. Na, ich möchte mich hier mit einer kleinen Tasche machen, so für Minisachen. So nach dem Motto, ich habe drei Knöpfe, ich habe drei Charms, ich habe, keine Ahnung, ein paar Breads oder irgendwie was, die ich verarbeiten möchte. Dann ist das hier tippitoppi. So. Ich lege mir das jetzt einmal auf die Kante und schaue einmal, wie viel übrig ist, wie viel Zentimeter. So, 0. Überall sind diese kleinen süßen Schnipselchen. Wichtig ist einmal Ecke auf Ecke hier. Ach, Schütze, komm schon. Kann nicht so schwer sein. Ja, ich habe da so einen kleinen Klebefleck drunter. Ich schaue mir jetzt mal, was da hinten übrig bleibt. Die 0 auf die Linie, die kaum zu erkennen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, wahrscheinlich auch nicht. Also ich habe 1,2 Zentimeter übrig. Das heißt, rechts und links werde ich 5 mm
Nein, 6 mm ist schon ganz okay. 6 mm Falzen. Unten werde ich das ebenfalls tun. Das heißt, ihr seht, jetzt wird so eine Falzkante da erscheinen. Dann ist das auch wurscht. Ich dann habe. So, das Falzbrett ist nicht hundertprozentig genau, deswegen gehe ich jetzt tatsächlich hier auf 5 mm. Die ich mir falze. 5. Und zwar an 3 Seiten falze ich mir das. Rechts, links und unten. Ja, nein, das ist jetzt schon mal unten, weil es wird unten sein. So. Nun machen wir uns das Leben leicht, schneiden uns die Ecken hier ab, damit wir beim Falzen keine störenden Knickecken haben. Machen wir wieder 2 kleine Schnipselchen. Jetzt falzen wir uns das, was wir eben gerade. Falten wir das, was wir gefalzt hatten. So, sieht denn so aus von hinten. Kennt ihr sowas, ne? So, und hier ist der Plan, dass dieses längliche Teil einfach da reinpasst. So, da seht ihr mal wieder, mein Falz- und Schneidebrett ist mühe ungenau. Das heißt, ich war jetzt bei, hab jetzt bei 5 gefalzt und geknickt. Jetzt habe ich mir 1 mm zu viel gemopst. Da hätte ich wahrscheinlich eher 4 nehmen müssen. Habe ich nicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier noch einmal lang und ziehe mir hier 1 mm von meinem Papier runter. Das Gute an diesen Schneidebrettern ist, dass es ziemlich einfach hier so 1 mm runterzuziehen. Also es biegt sich ein bisschen. Also irgendwie habe ich da heute echt ein kleines Zielwasserproblem, glaube ich. Nochmal. Hobeln wir nochmal einen Kupfersusam um 1/2 cm. Das geht fast gar nicht, so müde runter zu hobeln. Ja. Fussel, 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 Fussel. Jetzt wird das funktionieren. Ihr seht's. Diese etwas unsaubere Kante packe ich nach unten. Die wird eh in der Tasche verschwinden. Also kriegt ihr hier ein Mini-Täschlein. So. Und wenn ihr das jetzt euch schon mal knickt, dann seht ihr ja ungefähr, wie lang die Lasche hier wird. Das heißt, ihr könnt natürlich hier so einen kleinen Eingriff noch bauen. Also das wird hier oben Eingriff werden. Den macht man jetzt mal von hinten. Falte ich mir mal wieder auf. Habe mein wunderschönes Eckendingens. Wirst du passen? Na, knapp, ne? So, wichtig ist jetzt einfach so ein bisschen Rechts-Links-Ausrichtung. Das muss nicht perfekt sein. Perfekt können andere gerne machen. Ich will, wie gesagt, hier Schnipsel verbrauchen. Ja, irgendjemand hat auch bestimmt Circuit Cutter. Den habe ich auch, aber ich bin zu faul, den für so kleine Sachen hier in Gang zu setzen oder rauszuholen. Dementsprechend ist das hier voller Handarbeit. Und jetzt habe ich hier meine Rundung dran. Seht ihr, ne? Ich bin meine Lasche, meine Rundung. Jetzt kann ich hier nochmal, bevor ich das zusammensetze, mal cutten. Wenn ihr jetzt distressen wollt, macht das Sinn, das in diesem Zeitpunkt zu machen, jedenfalls für die Innenseite. Diese Knickkante, wenn ihr die haben wollt, macht genau jetzt Sinn. Den ganzen Rest könnt ihr danach auch noch machen.
So. Dann wollen wir mal den Kleber wieder aktivieren. Also ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder setzt ihr die Dinger so hin und klebt da drauf. Kann man machen, ist noch nicht so haltbar. Also wenn man da was reinsteckt, was ein bisschen dicker ist oder ein bisschen spannt, ist diese Variante, dass die Laschen nach außen kommen, wesentlich geeigneter. So, Kleber wieder entnässen. Einfach hier ein Streifchen Klebchen Kleber drauf. Das soll ja später auch halten, ne? Also das ist mein Plan ist, dass ich da halt auch so Charms reinpacken kann, die so ein bisschen dicker sind, also Kleinkram, aber auch was, was dann hält. So. Ja, natürlich macht das auch noch Sinn, diese Öffnung hier zu distressen, während man sie offen hat. So, habe ich ganz vergessen. Guckt immer, dass ihr, wenn ihr distressen wollt, dass ihr die Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge macht, sonst ist es manchmal unangenehm, nachzudistressen. Es geht, ne? Also man kann das tun. Man kann. So, jetzt einmal rumgeklebt. Hier guckt jetzt ein bisschen was über. Sowas zum Beispiel ist für mich eine Ungenauigkeit, die ist völlig in Ordnung. Ich komme damit klar, mein Monk auch. Der ist nämlich gar nicht so riesig, mein Monk. Das ist was anderes, ob man jetzt Geburtstagskarten schöner machen möchte. Da finde ich, ist Perfektion schon sehr schön und angebracht. Aber bei so kleinen Tischchen, wo man jetzt, sag ich mal, Kleinkram reinpacken möchte, wo es auf den Kleinkram ankommt. Tasche fertig. Kann man natürlich noch ein bisschen schön machen. Ja, wollen wir jetzt auch ein bisschen schön machen. Und zwar habe ich einerseits habe ich hier noch mal ein Stückchen Craft Paper und möchte hier noch eine Schließe dran haben. Ein Verschluss. Zack. Auch den Verschluss, den habe ich mir aus dem, zum kleinen Kreisstanzer jetzt gerade ausgestanzt und werde ihn hier anbringen, so dass man diese Lasche da runterschieben kann. Was ihr natürlich machen könnt, ist auf den Verschluss noch irgendwas draufkleben, draufmalen, drauf irgendwas. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch, weiß nicht, geht das? Wie kann man dieses Papier hier, lässt du dich stanzen? Ja, du lässt dich stanzen. Cool. Können zum Beispiel bisschen altdeutsche Schrift ist immer feine. Total skurril. Ich habe neulich in Schweden alte Bibeln, also auf schwedischer Sprache, in altdeutscher Schrift gefunden. Der Hammer. Davon, oh shit. Davon werde ich ein paar Seiten auch im Junk Journal Bastelzubehör-Flohmarkt abgeben, falls jemand Interesse an skurrilen Seiten hat. So, sieht das Ganze gleich ein bisschen interessanter aus. Dann habe ich mir auch gedacht, also man muss es ja nicht immer obermega ausdekorieren, ne? Also es muss ja nicht immer irgendwie sonst so wird sein. Es kann ja auch einfach jetzt ein bisschen Schrift oder irgendwas drauf. Ich schaue mal eben, ob ich einen Stencil finde. Auf Anhieb, ob der da ist, wo ich ihn vermute. Dann, dann Schriftstempel. Wo bist du? Schriftstempel. Stenzel. Da.
bisschen. Man nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, da müsste von Stamperia sein. So, und da könnte man jetzt. Sieht irgendwie auf den Kopf aus. Könnte man jetzt einfach so ein bisschen, ne? Und ich nehme jetzt einfach mal, weil ich es gerade hier rumfliegen habe, eine andere Farbe, und zwar Aged Mahogany. Man könnte jetzt zum Beispiel auch Gilding Wax nehmen oder, ne? Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt, was die Sachen angeht. So, jetzt gucke ich noch mal, ob ich vielleicht einen kleinen süßen Schmetterling auch irgendwo rumfliegen habe. Schmetterlinge gehen ja immer, habe ich gelernt, ne? Schmetterlinge, oh, du bist ein bisschen groß, ein kleiner Schmetterling. Wie wäre es mit einem kleinen Schmetterling? Auch ein bisschen groß. Juhu, kleiner Schmetterling. Also was ich wirklich viel habe, sind große Schmetterlinge. Ich habe jetzt aber ein kleines Werkstück und möchte dazu einen kleinen Schmetterling haben. Oder einen kleinen Renner auf jeden Fall, bitte. Oh, das ist natürlich auch ganz schön, oder? Aber die sind so. Farblich passt du doch ganz gut. Ja, wir bleiben so ein bisschen Ton und Ton. Das gefällt mir ganz gut. Kann man nämlich jetzt hier schwupps. So, und das Knöpfchen. Jetzt muss ich das allerdings gleich so machen, dass ich da was draufstelle. Weil ich sonst fluppt es auf, weil die Klappe, die zieht ja auf. Ist klar. Die Falz ist ja nicht so krass, dass sie direkt anliegt. So, jetzt peilen wir mal die Mitte an. Jetzt mal das mal so, zwei Drittel unterhalb der Lasche, ein Drittel auf der Lasche. So sieht das ganz gut aus. So, damit hätten wir unser Mini-Täschchen. Kann ich ja spaßeshalber mal sagen, was jetzt dabei rausgekommen ist. Wir haben 5. Oh, nur 5 ist wirklich quadratisch geworden, sehr schön. So, was packe ich denn da jetzt drauf? Ich packe jetzt da meinen Eckenstanzer drauf. Wir hätten jetzt hier noch im Angebot das, was getrocknet ist. Was hier schon so umflappt. Also man kann es natürlich hier so ein bisschen bewegen. Ne? Also meine Idee jetzt mit der Spitze hier oben. Ne? Ihr seht, so kann man das wunderbar machen. Ich möchte da jetzt mal gucken, wie das aussieht. Vielleicht sieht es doof aus, vielleicht nicht. Hier oben Spitzen, also quasi die Spitze an Spitze. Ja, ihr wisst, was ich meine. Oh, geht aber, ne? Also mir gefällt es. Ich kann es so lassen. Für mich ist das fein. So, jetzt ist das aber auch noch herzlich undekoriert. Das kann man jetzt natürlich auch noch ändern. Dann mindestens mal, dass man die Vorderseite dekoriert. Man muss ja nicht alles dekorieren. Auch hier würde sich natürlich anbieten, jetzt einfach ein bisschen Schrift drauf zu tun. Ein bisschen. Kann man sogar von beiden Seiten machen, ne? Also, dass man die beide Seiten mit Stencil bestencelt und dann die
Vorderseite weiter dekoriert. Auch hier, Leute, wenn ihr stencilt, ne, drückt mal wenig auf, drückt mal viel auf. Dass es einfach so ein bisschen schattiert ist. Dann sieht das gleich viel interessanter aus. Ich glaube, meine Farbe geht zur Neige. Aber ich habe ja noch eine. So. Jetzt mache ich in der Mitte so ein bisschen mehr. Gehe hier mal auch so ein bisschen rum. Dann seht ihr, jetzt habe ich hier einen dickeren Fleck. Hier drin ist nichts davon zu sehen. Könnten wir aber eigentlich auch machen, oder? Könnte man auch machen. Wenn man schon dabei ist. Überall ein bisschen unterschiedlich aufgedrückt und dann das auch richtig fein ist. So, wollen wir noch ein bisschen mehr Deko auf die Frontseite bringen? Alte Schrift hätten wir. Ich hätte auch noch so ein bisschen davon. Ja, ob das Grün das jetzt rausreißt, weiß ich gar nicht so genau. Das ist eine gute Frage, ob das Grün das rausreißt. So. Ich habe da so eine andere Idee. Und die hat mal wieder mit Buchseiten zu tun. Ich liebe alte Buchseiten. Bisschen knüllen. Bisschen distressen. Einmal rundherum, wenn es geht, wenn es nicht zu filigran ist. Man kann das nicht mit jedem Papier machen. Ne? Es gibt ganz viele alte Papiere, die brechen. Aber es gibt da so Seiten aus christlichen Büchern, die sehr, sehr haltbar sind. Die werden wahrscheinlich noch da sein, wenn alles andere schon Schutt und Asche ist. So, und je nachdem, was man jetzt damit machen will, ne? Also wenn ihr jetzt ein, weiß ich nicht, Teile zu einem Kochbuch verschenkt, ist es vielleicht blöd, wenn ihr einen Weihnachtssticker draufpackt. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, zu einem Geburtstag eingeladen seid, wo jemand irgendwie Motto Fußball hat und man soll Fußballsachen mitbringen, wäre jetzt vielleicht doof, da ein Pferd drauf zu packen. Ne? Ich denke oftmals, Botanik geht immer. Deswegen habe ich jetzt hier ein paar Botanik-Sticker oder meine Stickerpackung Botanik jetzt hier am Start. Ihr hört meinen Magen vielleicht knurren. Es wäre mal an der Zeit, was zu essen. Aber ich wollte erstmal dieses Video für euch drehen. Ne? Weil wenn man mit einer guten Idee ins Bett geht und sich morgens schon darauf freut, sie umzusetzen, dann sollte man sie auch umsetzen, finde ich. Ups, ich habe jetzt irgendwas in den Müll gefördert, was da nicht rein sollte. Gute Frage. Ich habe nämlich einen kleinen Pappkarton oder einen, sagen wir mittelgroßen Pappkarton direkt neben meinem Schreibtisch stehen. Und da muss ich dann nur, ich sag mal, nur runterwischen. Um mein Papierschnips loszuwerden.
So, jetzt wäre hier natürlich was Feines, was zu nehmen, was auch so ein bisschen das Rot beinhaltet, ne? Oder halt gar nicht den Ton treffen. Irgendwas Rötliches hier? Vielleicht? Also ich wollte jetzt auch keine Blumen hier drauf machen, ne? Das soll wirklich Botanik sein. Nein, und das Ding gefällt mir. Der hier oben gefällt mir. Du darfst drauf. Und was natürlich auch immer geht, ist ein Bild. Was man natürlich auf solche Sachen auch schön machen kann, was ich jetzt aber nicht hier drauf machen werde, weil es zu dem, wofür ich es benutzen möchte, nicht passt, sind Halbperlen. Ja, dass er mal hier oder da so einen Glitzer-Effekt setzt. Die sind auch mal ganz beliebt. So Leute, ich hab's gleich. Keine Sorge, das Video ist gleich vorbei. Danach kann ich hier meinen Trümmerhaufen aufräumen und weitermachen. So, fertig dekoriert. Na, also fertig dekoriert ist gut. Das ist jetzt, sag mal, so eine Minimaldeko. Na, und derjenige, der es bekommt, der kann sich das natürlich schnappen und auch voll ausdekorieren. Aber eigentlich kommt es darauf an, auf den Inhalt, den man hier reinpackt. Gut, dann muss man ein anderes Arbeitsstück. Ja. Mit diesen beiden kleinen süßen Scrap Verbrauchstäschchen entlasse ich euch jetzt in den restlichen Sonntag, also von mir aus gesehen Sonntag. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video schaut. Ich werde es auf jeden Fall heute noch hochladen und dann könntet ihr es auch an diesem Sonntag schauen, wenn ihr wollt. Ja, herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen, dass ihr dran geblieben seid und hier die volle Ausdekoration mitgemacht habt. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Freue mich auf eure Kommentare und sag mal, bis demnächst in diesem Kino.